Auf der Gynäkologie begrüßt Schwester Nancy eine frisch gebackene Mama, die zuvor wegen starker Brustschmerzen von ihrer Mutter in die Notaufnahme des Krankenhauses gebracht wurde. Okay. 39,3 haben wir. Ein bisschen erhöht. Haben Sie schon länger Temperaturen so zu Hause auch mal gemessen? Ja, ich habe aber gemerkt, dass die Temperatur. Hallo, grüß Sie, Berg. Ich bin der diensthabende Gynäkologe. Hallöchen. Und wer bist du? Das ist die Emma. Hallo, Emma. Du wolltest bestimmt danach nicht vorbeikommen, oder? Aber gut, schön zugreifen kann sie. Ich habe so Schmerzen in der Brust. Wie geht denn das schon? Ungefähr eine Woche. Ich dachte erst, es geht wieder weg, aber es wird immer schlimmer. Mir ist so heiß. Ich habe gerade Temperatur gemessen, 39,3. Okay. Fühlt sich knotig an. Sie glüht aber auch. Ja. Haben Sie eine Hebamme, die Sie betreut? Nee, habe ich nicht. Nee, nicht mehr wahrscheinlich. War nicht mehr. Gab es bis jetzt irgendwelche Probleme in der ganzen Zeit? Ja, seit 2 Wochen halt. Nur das, okay. Brustschmerzen kommen bei stillenden Müttern häufiger vor, das ist keine Seltenheit. Aber dass da wirklich noch mehr dahinter steckt, das habe ich so nicht erwartet. Dann bleiben Sie erstmal kurz so sitzen. Genau, so ist das so. Und dann einfach einmal mir kurz zeigen. Du hast schon ordentlich gerötet. Geht das? Tut weh, ne? Ja, das tut mir ja schon beim Hingucken weh. Einmal ganz kurz hier, wie ist es da? Alles klar, ist schon ganz schön verhärtet, da ist ein Milchstau drin und das ist schon eine richtig dicke Mastitis. Was ist das? Das ist eine Entzündung der Brust, kommt durchs Stillen, das ist kein Drama. Ich würde Sie bitten, sich einmal kurz hinzulegen. Dann müssen wir einmal einen Ultraschall. Genau, eine Mastitis ist eine Entzündung der Brust, die gibt es eigentlich zu 90% im Wochenbett, gibt es auch außerhalb des Wochenbettes. Jeder Mensch hat Hautkeime und über diese kleinen Risse, die über das Stillen entstehen, können diese Hautkeime in die Brust rein und dann kommt es zu dieser Entzündung. Also noch ist es kein Abszess, also das ist das, was die nächste Stufe sozusagen wäre der Entzündung, wenn sich dann da so eine Höhle bildet. Aber knotig ist das Ganze schon. Ist das Krebs? Nein, das ist kein Krebs. Nee, nicht immer direkt an Krebs denken. Knotig heißt nichts anderes, als dass sich da ein bisschen Milch gestaut hat. Mhm. Nur das verklumpt dann. Ja. Das müssen wir ausstreichen, kühlen. Okay. Wir nehmen sie auf jeden Fall auf. Blut also, ist schon unten abgenommen worden. Die können wir mit aufnehmen. Die bleibt dann bei Ihnen. Die kommt mit Ihnen aufs Zimmer. Ganz viele Frauen stillen dann ab bei der Entzündung, weil einfach sehr, sehr, sehr schmerzhaft ist. Also die entzündeten Milchgänge, wenn das Kind daran saugt, das tut den Frauen wahnsinnig weh. Und nur ganz wenige halten das durch, dann auch weiter zu stillen. Meistens nach ein paar Tagen klingt die Entzündung ab und es geht wieder alles wunderbar. Aber diese Phase zu überwinden ist ganz, ganz schwer. Also wir nehmen sie beide auf. Okay? Und dann werden wir ihnen Antibiotikum geben. Ich gehe fest davon aus, wir warten noch die Entzündungswerte ab. Aber sobald wir die haben, schreibe ich was auf. Okay? Und dann wird die Brust gekühlt. Wir werden ihnen Quarkumschläge machen. Sie werden eine Stillberatung bekommen. Wir kümmern uns ein paar Tage um sie und dann geht das wieder. Antibiotika machen der Kleine nichts, ne? Nicht weiter stille, die Antibiotika? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, wirklich nicht. Da sind Antibiotika, die gehen natürlich ein bisschen in die Muttermilch über, aber es nützt ja nichts. Da lachst du auch, ne? Aber es tut dem Kindchen gar nichts. Würde das Kindchen eine Infektion zum Beispiel haben, würden wir dem Kind auch Antibiotika jetzt geben. Ne? Das wäre. Alter schon. Okay. Ja, aber zum Glück muss es ja nicht sein. Wir kümmern uns jetzt nur um die Mama, okay? Bis die Laborwerte vorliegen, kümmert sich der Mediziner um die nächste Patientin. Eine 16-Jährige kommt mit ungewöhnlichen Beschwerden in die Klinik am Südring. Hi. Hallo, Herr Berg, ich bin der diensthabende Gynäkologe. Grüß Sie. Hallo. Also sie hat seit längerer Zeit eigentlich schon Probleme im unteren Bereich. Sie sagt, ihr tun die Schamlippen so weh. Und jetzt ist es so, dass sie die Probleme angibt, wenn sie enge Hosen trägt oder wenn sie Fahrrad fährt. Okay. Und heute war es dann so, dass die Schmerzen so schlimm waren, dass sie früher aus der Schule gekommen ist. Jetzt, normalerweise wäre ich ja mit ihr zum Gynäkologen gegangen, aber Mittwochnachmittag, Sie wissen ja, wie das ist. Aber ich wollte ja schon nachgucken lassen. Ja, ist echt schlimm geworden, auch heute besonders. Heute besonders? Also in den letzten Tagen. Also. Okay. Und sag mal, das ist jetzt leuchtet mir nicht so ganz ein. Also ist das irgendwie in Verbindung mit Sport, mit Fahrradfahren? Oder? Ja, eigentlich, wenn ich laufe, wenn ich mich hinsetzen muss, wenn ich Hose anziehe, es tut einfach selber weh. Tut immer alles weh? Ja, und das geht jetzt an den Schamlippen. Kannst du so, wie lange geht mir das schon? Oh, das hast du bestimmt schon. Also ein halbes Jahr sicherlich, dass sie das immer wieder
anders. War stärker, meinst du? Okay. Hast du, darf ich dich was fragen? Ja. Was Privates? Ja. Hast du einen Freund? Ja. Okay, hattet ihr schon mal Geschlechtsverkehr? Nee, noch nicht. Okay. Du warst wahrscheinlich noch nie beim Frauenarzt. Nee. Dann kennst du auch keinen Günststuhl. Nee, auch nicht. Okay. Das Ding ist, ich muss es mir aber trotzdem mal angucken. Mhm. Also es ist ganz doof jetzt, wenn du noch nie beim Frauenarzt warst und noch nie Verkehr hattest, jetzt hier die auszuziehen. Aber die Schwester und ich passen gut auf dich auf, okay? Ja, okay. Alles klar. Dann würde ich dich bitten, mach dich einmal unten rum frei und dann schauen wir uns das gemeinsam mal an. Da müssen wir alle durch, weißt du? Grundsätzlich können Schmerzen im Vaginalbereich Entzündungen sein. Verletzungen nach Geschlechtsverkehr, aber auch eine Reizung, zum Beispiel durchs Fahrradfahren, durch was Allergisches auf eine Binde, durchs Rasieren der Schamhaare können Entzündungen entstehen, die durchaus sehr schmerzhaft sein können. Also das, da geht schon einiges. Ist das okay, wenn deine Mama mitguckt oder soll sie mal lieber hinter den Rücken? Das ist mir egal. Alles klar. Okay, pass auf, dann kletterst du da jetzt drauf und dann entspannt zurücklehnen. Ich weiß, es ist eine ganz blöde Situation und entspannt ist hier gar nichts. Aber versuch es. Die Beine hier ganz einfach hier drauflegen. Ganz locker. Bauch von Abstrich. Ich schau mal, ich denk schon. Lehn dich mal zurück. Ja. Okay, pass mal auf. Ich guck mir das jetzt mal in Ruhe an. Okay, ich werde das ganz vorsichtig anfassen. Tut nicht weh. Am besten nimmst du die Hände mal hier zur Seite oder gibst sie deiner Mama. Ich weiß, das ist unangenehm. Aber es ist gleich vorbei, okay? Sonst können wir ja nicht rausfinden, was du hast. Einfach ganz locker. Sag mal, tut das hier irgendwo weh? Ja, schon. Ja, tut weh. Das tut weh? Mhm. Ja, auch. Vielleicht kannst du dem Arzt auch erklären, was das für ein Schmerz ist. Ist das so ein stechender? Ja, so ein stechender. Ja? Weh. Also ich sehe ja nicht wirklich irgendwas. Doch, da ist bestimmt was. Da ist also was, eine Entzündung oder so sehen Sie jetzt nicht so. Das tut wirklich weh. Mit bloßem Auge sehe ich jetzt erstmal gar nichts. Geschwollen ist nichts, gerötet ist nichts, dein Ausfluss riecht nicht komisch. Alles klar, das reicht mir fürs Erste. Du kannst dich erstmal wieder anziehen. Und dann würde ich gerne gleich noch mal, glaube ich, mir die Eierstöcke und deine Gebärmutter im Schall vom Bauch aus angucken. Also richtig. Also jetzt was. Nee. Auffälliges, Besorgnis, gar nichts. Gab es denn irgendetwas, was diesen starken Schmerz plötzlich ausgelöst hat? Hast du dich gestoßen oder ist irgendwas? Nee, das ist einfach gar nichts. Gar nicht. Einfach so passiert. Dann legst du dich da mal einfach hin. Ich mach das mal hier alles weg, dass du eine ganz normale Position hier einnehmen kannst. Und was wird jetzt gemacht? Ultraschall vom Bauch. Kinderarzt warst du schon mal? Ja. Dann hat er das bestimmt auch schon mal gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so nötig ist. Weil ich bin mir eigentlich sicher, dass die gerne schauen dürfen. Ja, aber weißt du, wenn da unten eine Entzündung ist, dann kann das auch schon mal nach oben Richtung Eierstöcke gehen. Und dann macht es schon Sinn, wenn wir uns dein Bäuchlein auch mal angucken. Sie hat auf Druckpunkte reagiert, wo es nicht wehtut. Und da, wo man denkt, da müsste was wehtun, da hat sie gar nichts gesagt. Also es passte alles vorne und hinten nicht. Ja, aber der Doktor kann doch gucken, das tut ja nicht weh. Also eben so einen Ultraschall aber zu machen. Aber das ist einfach nicht nötig. Aber das tut wirklich gar nicht weh, das ist nur ihr Bauch hier. Zeig uns das mal deinen Bauch. Das wird nicht nach unten gemacht. Nee. Das hat nichts mit deiner Scheide zu tun, nur hier. Pass auf, wenn wir nichts finden, ist die Alternative, wir müssen dich aufnehmen. Und dann müssen wir dich so richtig auf den Kopf stellen. Also, du hast ja Schmerzen und du bist über die Notaufnahme zu uns gekommen. Das heißt, irgendwas ist da los. Und deine Mama ist ganz besorgt. Und ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich kann nicht in dich reingucken. Also so ein Ultraschall ist wirklich nicht schlimm. Jetzt, sonst bleibst du eine Woche hier im Krankenhaus, ist auch nicht schön. Aber eigentlich glaube ich, dass die Schmerzen was damit zu tun haben, dass meine Schamlippen zu groß sind. Ja, aber was soll denn an den Schamlippen sein? Der Doktor hat jetzt geguckt. Die sind zu groß einfach. Wie zu groß? Ja, dadurch, dass sie vielleicht entzündet sind, sind die ein bisschen geschwollen. Das ist aber auch normal. Nein, die sind immer so groß. Als Lea da wirklich immer wieder auf ihre Schamlippen zu sprechen kam, war das schon sehr seltsam für mich. Weil sie ist ein 16-jähriges Mädchen. Sie sollte sich meines Erachtens über andere Dinge Gedanken machen als über ihre Schamlippen. Und ich habe es auch nicht verstanden, weil ich meine, wenn man Schmerzen hat, lässt man so einiges über sich ergehen, damit man diese Schmerzen los ist. Und es war schon etwas kurios, dass sie dies dann verweigert hat. Du sagst mir jetzt einfach mal, was ist der wahre Grund? Ich will die Kleine operieren lassen. Du, was willst du? Du bist 16 Jahre alt. Aber doch, wirklich. Ich brauche das. Du möchtest das was? Die nicht. Schamlippen operieren. Ich schäme mich so sehr. Deine Schamlippen sind total in Ordnung. Da ist gar nichts. Da ist wirklich nichts. Oh, Lea, du bist 16. Du bist doch überhaupt noch nicht ausgewachsen. Genau, da hat die Mama vollkommen recht. Gib dir mal ein bisschen Zeit und deinem Körper mal ordentlich zu reifen. Das ist wirklich bescheuert.
Das ist wirklich eine Schnapsidee. Ja. Eine Narkose. Also, pass auf, das ist erstens mal. Wie Narben aussehen. Das ist keine. Deine Mama hat völlig recht. Das ist erstens mal keine kleine. Man denkt immer, so ein bisschen Haut wegmachen und alles ist gut. Ist es aber nicht. Das sind Narben. Und wenn das nicht gut verheilt, dann tut dir das dein ganzes Leben lang beim Sex weh, zum Beispiel. Ja, und dann hast du aber vielleicht. Aber dann sieht es ja besser aus. Nee, das sieht ja nicht besser aus. Wer hat dir denn den Quatsch eingeredet? Dein Freund? Nein, aber man sieht es einfach. Dass ein 16-jähriges Mädchen sich an den Schamlippen operieren möchte, weil sie in Medien oder Social Media irgendwelche Schönheitsidealen nacheifert, das sollte natürlich nicht sein. Weil ich habe dann versucht, ihr zu sagen, dass wirklich jede Frau individuell ist und dass jede Frau auf ihre Art schön ist. Und dieses Selbstbewusstsein, das muss sie erstmal noch erlangen. Und ich denke, dafür muss sie noch ein bisschen reifen und ein bisschen älter werden. Nach einem ausführlichen Gespräch mit ihrer Mutter hat die 16-Jährige schließlich eingesehen, dass ihr Vorhaben unsinnig ist. Sie will sich nun nicht mehr operieren lassen. Wenig später liegen Dr. Bruno Berg die Blutergebnisse der jungen Mutter mit Verdacht auf Brustdrüsenentzündung vor. Der Gynäkologe klärt die Frau auf. Also, wir haben jetzt die Ergebnisse vom Labor, von ihrem Blut. Das ist so, wie wir es gedacht haben. Also ihre Entzündungswerte, die sind schon ziemlich hoch. Und deswegen haben wir beide das gerade besprochen. Sie kriegen jetzt ein Antibiotikum, zwei um genau zu sein, und noch eine Infusion, die das Fieber schnell senken wird und gegen die Schmerzen sein wird. Ja, das ist so ein Mittel, ähnlich wie das Paracetamol, das kennen Sie wahrscheinlich. Ach, da ist die Mutter mit dem Mami Baby. Kommt. Ne? Alles klar. Und dann wird es gekühlt, die werden Quarkumschläge bekommen und ich denke, morgen geht es ihnen besser. Als ich dann aufs Zimmer kam, um nochmal nach ihr zu sehen, stellte sich dann das Bild, ja, ich würde sagen, noch ein bisschen schlimmer da als bei Aufnahme. Denn dann zeigte sie wirklich, was sie noch bedrückt. Ja, da lachst du auch, ne? Da lachst du. Ja, eine süße Tochter. Aber so richtig, ist denn wirklich nur die Brust das, was sie hat? Sagen Sie mal, ist es echt nur die Brust? Irgendwie, ich weiß nicht, aber ich habe den Eindruck, dass sie irgendwie noch mehr belastet. Ich kann einfach nicht mehr. Was meinst du damit, sie können nicht mehr? Ich muss immer alles alleine machen. Oh, aber lass doch den Mario. Und zu Hause läuft es überhaupt nicht, Mama. Oh. Es ist alles so schön. Aber es fing doch so gut an. Was ist denn los? Man hat richtig ihre Hilflosigkeit und ihre Überforderung angemerkt, was keine untypische Situation ist. Gerade auch, wir haben es mehrfach angesprochen, das ist das erste Kind, sie ist erstgebärend. Gerade da ändert sich die Situation, die persönliche Situation radikal. Das heißt, man ist nicht nur noch für sich alleine verantwortlich und gegebenenfalls für einen Partner, sondern auch auf einmal für ein kleines Baby. Ich kann mein Kind nicht versorgen. Ach, ich kann meine Familie nicht zusammenhalten. Du bist doch so gut zurechtgekommen mit der Emma. Ist doch super. Ist alles ein bisschen viel, wahrscheinlich auch, weil sie nachts nicht ausreichend Schlaf bekommen. Das wird schon wieder. Guck mal denn, wo ist denn der Papa jetzt eigentlich? Wo ist denn genau, wo ist denn der Papa? Auf der Arbeit ist der. Okay. Er ist immer auf der Arbeit oder irgendwo anders. Und wie ist das denn zu Hause? Teilen Sie sich da auch mal ein bisschen die Arbeit oder bleibt alles bei Ihnen hängen? Stehen Sie jede Nacht auf oder macht Ihr Mann das auch mal? Er schläft nicht mal mehr bei mir. Oh, er ist immer weg. Er ist immer weg und ich bin immer alleine. Oh. Die erste Zeit, ich meine, die ist echt nicht ohne. Also das ist wirklich, also... Aber das ist sich so gar nicht kümmert. Er nimmt die Kleine nicht mal hoch. Aber am Anfang hat er das doch gemacht. Da ging es doch. Und jetzt nicht mehr. Jetzt nein, nicht mehr. Es geht gar nichts mehr. Um ihre überforderte Tochter zu entlasten, kümmert sich die Oma über Nacht um das Baby. Am nächsten Morgen bringt sie das Kind schon früh zu seiner Mutter, damit es trinken kann. Halten Sie das denn aus mit dem Stillen? Wie ist das mit den Brustwarzen? Sind die immer noch so blutig? Ja, das tut immer noch so weh. Okay, immer noch sehr weh. Oh, was denn? Kommen Sie denn mit dem Schmerz zurecht oder nicht? Was ist denn? Hier ist Blut. Blut? Kleine hat Blut gespuckt. Okay. Moment. Lassen Sie mich das hier angucken. Ich hab mein Baby wehgetan. Soll ich die Kleine mal abnehmen? Moment. Geben Sie mir mal die Kleine. Achtung. Hey, Kleine. Was ist das? Frau Steinbach hat ihr Kind gestillt, hat es dann ein Bäuerchen machen lassen. Bei diesem Bäuerchen ist ein bisschen Blut mit beigemengt gewesen.
ja, ich konnte das aber ziemlich schnell aufklären, dass es halt von der Brustwarze kommt, weil sie schon geblutet hat vom Stillen auch. Und dass es einfach nur eine Beimengung bei der Milch war, die das Baby ausgespuckt hat von der Brustwarze. Und dass sie sich da keine weiteren Sorgen machen muss. Oh. Hallo. Warum bist du denn nicht auf der Arbeit? Die Heike hat mich doch angerufen. Ist das ihr Mann oder ihr Freund? Warum hast du ihn angerufen? Du bräuchtest Hilfe. Also hey, ist doch der Vater von Emma. Auf einmal brauche ich Hilfe, ja? Hey, ganz ruhig bleiben. Auf einmal brauche ich Hilfe von dir, ja? Frau Steinbach, ein bisschen beruhigen. Wenn du ich mache und tue und gehe arbeiten, was du glaubst, ja, genau, was ich alles mache? Ich komme hier hin und du fängst sofort so an. Da habe ich absolut keinen Bock drauf. Frau Steinbach, beruhigen Sie sich mal. Kümmern Sie sich mal gerade um Ihre Tochter. Dass ich dem Mann dann hinterhergegangen bin, ist einfach der Situation geschuldet, dass ich gemerkt habe, in was für einer Situation sich beide befinden. Dass das so eine Hilflosigkeit auf beiden Seiten einfach ist. Ich verstehe auch Ihre Situation, sind jetzt gerade ziemlich angefahren worden von ihr verbal. Das läuft ja auch grundsätzlich immer so. Okay. Es ist ja jetzt nicht nur jetzt die Situation so, sondern ich fühle mich grundsätzlich wie ein fünfter Rad am Wagen. Okay. Ich arbeite viel, komme nach Hause, selbst wenn ich das Kind auch selber in die Hand nehme, habe ich das Gefühl, sie möchte das nicht. Sie nimmt mir sofort weg. Sie vertraut mir in dem Sinne überhaupt gar nicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich liebe sie ja. Ich liebe auch das Kind. Nur ich kriege von ihr ein ganz anderes Gefühl vermittelt, dass ich unnötig bin. Ich kann das schon verstehen, dass er Angst hat, das Baby mal in den Arm zu nehmen oder Angst, eine Windel zu machen. Wenn man da jedes Mal so angegangen wird, dann kommt man sich auch so ein bisschen vor wie in so einem Minenfeld. Ich werde doch nie im Leben... Ich würde dich mir so oder wünschen, unser Baby hier verletzen wollen oder sonst irgendwas. Ich habe echt gedacht, du willst mich verlassen. Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe mich aber auch so verlassen von dir gefühlt in dem Moment. Verstehst du? Ich komme nach Hause, wenn das Baby schläft, ich habe dann auch irgendwo Angst, die zu wecken, dass du dann auch deine Ruhe in dem Moment hast. Deswegen schlafe ich auch in einem anderen. Nein, um Gottes Willen. Lass uns doch bitte miteinander vernünftig, sachlich über diese Sache alles bereden. Alles, ich bin doch da. Du siehst ja, ich mache ja auch vieles und du. Okay. Das ist komplett falsch, was du da denkst. Ja, das schaffen wir schon beide. Ihre kleine Tochter mal an. Okay. Das schön, wenn ihr euch wieder vertragen würdet. Hm? Auf jeden Fall. Dann nimm sie doch mal. Du hast sie ja noch nie gehalten, so richtig. Wollen Sie eben mal zeigen, wie das funktioniert? Oder soll ich das gerade übernehmen? Genau, das Köpfchen. Genau, das Köpfchen immer schön halten. Ist ja noch klein. Ja. Na, da ist der Papa endlich. Ja. Leider ist das ja immer wieder so, dass man aus den Medien suggeriert bekommt, ein Baby ist da, die Sonne geht auf und alles ist tipptopp und alles ist super. Aber dass da natürlich eine harte Arbeit hintersteckt und dass man auch mal überfordert ist und hilflos vielleicht auch ist, dann kann es sein, dass man natürlich in so eine Situation kommt. Und ich finde, das ist nicht untypisch. Die junge Mutter konnte die Klinik nach 5 Tagen verlassen. Die Brustentzündung ist mittlerweile komplett abgeklungen. Auch die Beziehung zu ihrem Ehemann läuft nach der Aussprache wesentlich besser. Die kleine Familie ist auf einem sehr guten Weg.